Moin Leute, da sind wir auch wieder zurück zum Let's Play Gothic 2, die Nacht des Ra. Mir ist das Spiel mal wieder volle Möhre abgeschmiert und nun will ich mal gucken, wie kommen wir da hin? Müssen wir uns irgendwie da runter glitschen an diesem Berg? Wenn ja, muss ich gucken, wie, wo genau das, also dieser Berg da ist, wie man da oben hinkommt. Ich weiß das jetzt nicht so genau, wie man hier hinkommen soll. Da glitzert was. Mann! Und ich kann da nicht hin. So, kurzen Cut gemacht. Diesmal ist das Spiel mir nicht abgeschmiert, sonst würde ich ja hier nicht starten. So. Puh, ja. Immerhin, dieser Trip hat sich gelohnt. Zwar nicht dieser, das, was ich eigentlich im Sinne hatte, aber ein Herrenhaus gefunden und gesäubert. Gut, damit hätten wir schon mal, glaube ich, 3 von 5 Steintafeln. Mir fehlt nur noch ein Herrenhaus, das wir suchen müssen. Und dann das mit den Feuerteufeln. Und das mit den Feuerteufeln wird ein ganz schöner Spaß, Leute. Denn die sind saustark, diese Viecher. Hätte ich stärkere Waffen, hätte ich mehr Stärke, dann also Stärke und halt die bessere Waffe, wäre das kein Problem, glaube ich. Glaube ich, ich weiß es nicht. Also dann würden diese Viecher mir... Müssten die mir dienen, weil ich die ja so leicht kaputt haue. Nein. Das wird, glaube ich, immer noch etwas schwierig, aber trotz alledem. Ja. Ich glaube, ein bisschen einfacher wird es dann ja schon. Ach du, nein! Nein! Ich brauche noch eine Stärke für die! Schnauzorg! Boah! Und da, oh, da sind ja noch diese kleinen Viecher. Kühnschick. Muss ich so klein machen? Und wir machen kaum Schaden. Uns fehlt die Waffe für die. Ha, immer auf Distanz halt, diese Viecher. Jetzt wird unser Skelett wieder praktisch. Oh Mann, Mann. Das könnte ich die ganze Zeit machen mit den Orks. Ich darf die nur keinen Schlag landen lassen hier. Ihr habt 4 zu 4 Leben bekommen. Oh. Huhu. Huassa. Wow! Fick dich! Weg, 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 weg! Ja, ich hab die Technik, du nicht, oder? Wow! Oh! Jetzt hat er auch einen Schlag gelandet. Wow! War ich jetzt unaufmerksam? Ich guck nämlich auch auf die da hinten, diese Viecher. Wow! Übertreib jetzt nicht mehr gleich. Wow! Wow! Ich glaube, ein Schlag noch und wir sind down. Wenn wir Glück haben, überleben wir das. Wenn wir richtig Pech haben, was wahrscheinlich auch eher eintrifft, sterben wir! Boah! Wow! Wow, wir haben es überlebt. Wir haben ihn geschafft. Wow. So. Ja, nehmen wir den. Boah, wie wenig. Dann schlucken. Dann trinken wir jetzt ein paar von den 30er. Und fressen. Den Rest. Ach du heilige Kacke. Ich will die da noch wegmachen. Nachher kommt der andere Ork noch und dann... Ach, wir sind auch gar nicht so weit weg von den Wassermagiern. Ey, mal ehrlich, die habe ich doch schon weggemacht.
Habe ich den nicht getötet schon? Wenn da jetzt noch ein Varan steht, ne? Hier irgendwo. Also sind die alle wieder gespawnt, die Viecher. Anscheinend nicht. Gut, da oben sind die Wassermeier. Können wir unseren Bericht abgeben? Ich würde doch mal sagen, ich gehe noch mal zum Banditenlager. Und dann Stärke lernen. Wie viel haben wir eigentlich? Oh, 55 Lernpunkte. Das sind... Keine Ahnung, wie viel Stärke. Wie viel kriegt man für 10 Lernpunkte? Ich glaube 5 Stärke, ne? Schade, das sind doch nicht so viel. Aber doch etwas. Wer war das nochmal mit diesen Herrenhäusern? Riordian, glaube ich, ne? Aber du bist Merdarion. Der mit dem Teleporter-Kack. Riordian! Hey! Wegen... Oh Mann. Nein, das war jetzt nicht der Sinn. Lehre mich den Kunst... Oh! Lehre mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauchen? Stärke, 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 Stärke! Nein! Kann mich nicht das mit Stärke, Mann! Egal, Wegen der Herrenhäuser. Ja. Das Haus der Totenwächter wird beherrscht von der Macht des Bösen. Ich glaube, ich habe selten so viele Zombies auf einem Haufen gesehen. Das ist bedauerlich. Die Totenwächter wurden offenbar Opfer ihrer speziellen Fähigkeiten. Ihre Verbundenheit zur Totenwelt hat ihnen schwer geschadet. Ich hoffe, du hast sie von ihrem Leid erlösen können. Ja. Müssen wir nochmal jetzt die Banditenrüstung ansetzen und uns auf den Weg machen zum Banditenlager. Ein Bandit kann uns Stärke in Stärke trainieren und das hoffentlich klappt es auch. Ist es das? Jo, gut. Hui! Ha! Torus, Torwache, ja. Normal. So, angeblich hier unten irgendwo muss ein Bandit sein. Der muss mir doch irgendwie Stärke lehren. Paul? Stahl, aber die gebe ich nicht hin. Okay. Hey, Huno. Huno, Dodo. Zeig. Ja, wir können auch was verkaufen. So ist es ja nicht, ne? Das ist das Wasser, mittlere Banditenrüstung. Weg damit. Weg, weg. Weg, weg. Weg. Nein! Egal. Weg. 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 Weg, 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 behalten, 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 verkaufen. Kaufen. Robert sein. Verkaufen. Kampfstab des Ring des Wassers. Verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Nein. Verkaufen. Nein, das war eine Spitzhacke. Noch eine neue Spitzhacke. Oh, 300? Shit. Egal. Ich meine, ist mir das andere Zeug los. Hier muss doch irgendwo ein Bandit sein, der mir Stärke lehrt. Ich weiß es doch. Bandit. Hey, du. Nein. So. Was weißt du, wenn du jemanden... Es sei denn, du... Ja. Was gibt... Die Piraten haben Segel gesetzt. Aha. Hey, warte, ich muss da mir noch eine Stärke beibringen. Ich hätte das nicht. Ja doch, ich will's aber. Bandit? Ne, du nicht. Du bist mir, glaube ich, keiner, der die Stärke, Kunst der Stärke beibringt, oder? Ne. Trank. Bist du ein... Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst ja mal probieren. Es ist immer wichtig...
Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu... Ja! Ich will... Komm wieder. Bitte was? 15 Lernpunkte? Hä? Das war jetzt aber nicht abgemacht. Jetzt haben wir 0, oder? Ne, 10. Super. Wie viel stärker sind wir geworden? Nicht wirklich. Na super! Die macht 5 Schaden mehr, ist aber Einhand. Die macht 5 Schaden zwar weniger, ist Zweihand. Und ich glaube, da wir Kämpfer sind, macht das immer so ab und zu kritische Treffer. Ich weiß das nicht. Machen wir erstmal beiden mit die. So an. Hm, warum muss das so scheiße werden mit der Stärke? Meine Güte. Ich kann mir auch nicht alles aus den Ärmel schütteln an Lernpunkte. Wenn jemand einen Tipp hat. Skinner. Warum weckst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. Oh, der ist gut. Ha, er macht mich immer ganz schnell kalt. So, den Kerl wecken wir nicht, den Skinner, der ist wirklich stark. Wir haben es ja gesehen, der hat mir sehr schnell die Bude voll gehauen. Ich weiß, wo Juan ist, aber ich habe keinen Bock dahin zu latschen. Aber da muss ich ja durch den Sumpf und nee. Aber es ist eine Quest auch wiederum, oder? Ein Paket voller Dietrich, ja. Aha. Ja, komm, ich weiß halt, wo der ist, also dann machen wir das auch mal gleich. Ja. Dann suchen wir das letzte Herrenhäuschen auf, dann... Oh. Ich glaube, wir machen jetzt auch 20 Schalen mehr, ist auch mal was Schönes. Vielleicht kriegen wir... die Feuerteufel kaputt, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen aber als erstes zu Juan. Juan, ja. Wie auch immer. Da müsste hier irgendwie ganz außen sein. Und dieses Vieh da hinten, ne? Das sehe ich doch schon. Das tanzt da mit anderen rum. Und Sumpfgolem. Ach du Heiliger. Dieser Juan weiß, wie man sich versteckt. Ja. Ah, diese Grillen sind so laut. Spruchrollen haben wir ja genügend. Trotz alledem, die brauche ich für die Herrenhäuser, beziehungsweise auch vielleicht bei Raven. Ich weiß es nicht, den Eisblock, den könnten wir vielleicht bei Raven gebrauchen, ich weiß es nicht. Waffe natürlich schon mal zücken. Einen schönen Bogen um alle Kreaturen laufen, ne? So ein Blutfliegen hier. Aua! Mistvieh. Und ich krieg diese Viecher immer noch nicht instant down, das ist... Boah! Zack! Zum Feuer! Juan, du hast dich echt gut versteckt, oh. Kein Wunder, dass du nicht mehr rauskommst. Noch kein Wunder, dass dich niemand findet. Oh, das ist die immer noch mal Schaden. So. Shit, Alter. Hier haben wir aber Schaden gemacht. Trinken wir davon ein paar. So. Stärkebonus. Oh. Wow. Und plus 1, ey. Ach, Moment mal. Wir können ja davon abheißen.
So. Speichern. Ich weiß nicht, ob man da zu Juan gelangt oder müssen wir nochmal hier rum. Ich glaube, wir müssen da hin.